Das Schweizer Euphor-Team ist klein, aber fein ausgestattet. Und die Piloten haben einen ausgezeichneten Ruf. Die Kontrollflüge starten im Camp Butmir am Stadtrand von Sarajevo und müssen mit dem internationalen Flughafen koordiniert werden. Der Hubschrauber fliegt in einem Bogen über die Stadt in Richtung Süden, nach Mostar. Die Eisenbahntrassen mit ihren vielen Brücken im gebirgigen Bosnien stammen aus der K&K-Zeit, eine Pionierleistung der österreichischen Ingenieure. Es geht über Hochgebirgszüge und dann der Neretva folgend nach Mostar. Die Provinzhauptstadt könnte, mehr noch als Sarajevo, zum politischen Problem für die Europäer werden. Die wiederaufgebaute Römerbrücke über die Neretva. Das Wahrzeichen der Stadt verbindet die Muslime und Christen aber nicht. Die Gegensätze scheinen unüberbrückbar. Beide Seiten reagieren auf vermeintliche oder tatsächliche Provokationen der jeweils anderen empfindlich. Ivan Lovrenovic hat den gesamten Staat im Auge, wenn er über Chancen des Überlebens als Gemeinwesen spricht. Zuerst möchte ich betonen, wenn es hier zu einer Einigung kommen soll, ist das keine Frage des Wollens oder Wünschens, sondern des schlichten Überlebens dieses Landes als Staat. Und eine minimale Möglichkeit, sich als eine irgendwie geartete Nation zu formieren. Es ist so, dass es eigentlich typisch für die historische Entwicklung als multiethnische Gemeinschaft ist, die uns ausgezeichnet hat. Anfangs durch die diversen Konfessionen, dann durch die, wenn man so will, politischen Nationalitäten. In dem Zerfall Jugoslawiens und den daraufhin vor allem und am heftigsten in Bosnien tobenden Krieg ist der Prozess der sich auseinanderentwickelnden Ethnien vollständig abgeschlossen. So sah Mostar im Jahr 2000 aus. Der Krieg war schon 5 Jahre vorbei, aber vom Wiederaufbau wenig zu spüren. Viele Menschen hatten hier immer noch kein Dach über dem Kopf. Die Flüchtlinge lebten europaweit verstreut. Es gab von der EU damals mehr als Geld und gute Worte. Der Deutsche Hans Koschnik engagierte sich als EU-Vertreter gerade auch für Mostar. Als erstes wurden Moscheen und Koranschulen gebaut. Das Gymnasium war wohl nicht so wichtig, denn es dauerte noch 7 Jahre, bis es einigermaßen hergerichtet wurde. Der bescheidene Tourismus damals hatte mehr mit Voyeurismus zu tun. Anschauen gehen, was ein grausamer Krieg angerichtet hat. Eine Stadt, die in den Kriegsfolgen erstarrt schien. Obwohl sich das Leben hier wie in Sarajevo mittlerweile ziemlich normalisiert hat, ist der Schriftsteller Cevat Karahasan pessimistisch. Ich sehe eigentlich keine Zukunft für dieses Land. Ich bin extrem pessimistisch, denn es würde mindestens Jahrzehnte dauern, um die Spuren des Krieges nicht auszulöschen. Das soll man auch nicht tun, das darf man auch nicht. Aber irgendwie die Gesellschaft zu reparieren. Und nach dem Krieg hat man eben den schrecklichsten, blödesten Fehler gemacht. Man hat versucht, Kultur, so wie im Westen es der Fall ist, Kultur als eine Industrie des Vergessens zu gestalten. Das Vergessen führt zu nichts. Der Mensch ist ein Wesen der Zeit. Ich bin ein Mensch, solange ich eine Erinnerung an die Vergangenheit haben kann und eine Projektion in die Zukunft. Vergangenheit und Zukunft dicht beieinander. Optimistische Investoren haben sich entschieden. Aber wohin soll es für die normalen Bürger von Mostar gehen?
Der Bau der vielen Moscheen schafft zwar kurzfristig Arbeitsplätze, provoziert aber viele Christen. Wer braucht 4 islamische Gotteshäuser auf einem Quadratkilometer? Das Geld kommt von den Glaubensbrüdern aus den reichen Ölstaaten. In Mostar, wie im übrigen Land, müssen sich die Muslime entscheiden. Eine europäisch geprägte Moslemgesellschaft oder mittelalterliche Glaubensstrukturen, die Europa nicht akzeptieren kann. Und der Tourismus, von dem man hier mittlerweile leben kann, schon gar nicht. Eine Kommune von Glaubenskriegern, Sympathisanten von Al-Qaida, soll sich hier breit gemacht haben. Und der Staat lässt sie gewähren. Marco Vesovic, selbst Parlamentsabgeordneter, bringt es auf den Punkt. Ich habe als Abgeordneter des Parlaments in den letzten 7 Monaten eine Sache gelernt. Zu Anfang dachte ich, dass ich in einem Land lebe, in dem die Menschen zu 300% verrückt sind. Jetzt weiß ich, dass es eine Gesellschaft ist, die zu 1000% durchgeknallt ist. Ein echtes Irrenhaus. Das ist meine Erfahrung. Und dass dieser Irrsinn allen zu Pass kommt, jeder es so und nicht anders haben will. Wenn das tatsächlich auch nur annähernd so ist, dann muss sich die internationale Gemeinschaft und natürlich auch EUFOR fragen, warum sie sich engagieren, im Ernstfall ihr Leben riskieren. Nach dem 10. Dezember, wenn eine Entscheidung über die Zukunft des Kosovo gefallen ist, könnte es auch in Bosnien ungemütlich werden. Mit enttäuschten und aufgebrachten bosnischen Serben ist nicht gut Kirschen essen. Das Kosovo ist für sie urserbisches Land. Eine Eskalation auf dem Balkan im Dezember fiele mit dem Wechsel des EUFOR-Oberkommandos zusammen. Die deutsche Führung hat dann den Stab vermutlich an die Spanier weitergereicht. Wenn die Politik keine Lösungen findet, kann man den Militärs nicht vorwerfen, sie würden mitverantwortlich für die Stagnation in Bosnien-Herzegowina sein. Ob in Mostar, Sarajevo oder Banja Luka, Verantwortung müssten zuerst die übernehmen, die hier leben, Bosniaken, Serben und Kroaten. Solange sie an Fortschritten wenig Interesse zeigen, können sich die Europäer sämtliche Beine ausreißen. Solange die Höhe des Kirchturms oder Minaretts wichtiger ist als eine Versöhnung über den Gräbern, eine Zukunft des gemeinsamen Staates, solange wird es vielleicht den Frieden als Abwesenheit von Krieg geben, aber ganz sicher keine Lösung, die allen gerecht wird. Bosnien-Herzegowina ist reizvoll und schön. Nicht nur wegen der Landschaften, sondern auch wegen der Vielfalt der Kulturen, auf die wir in Europa alle stolz sind. Das kleine Balkanland sollte sich endlich für eine Zukunft in diesem Europa entscheiden, mit allen Konsequenzen, die auch eine europäische Prägung des Islam beinhaltet. Mehr als Geld und gute Worte würde die EU gerne geben. Vorausgesetzt, die Bosnier schaffen dafür die Grundlage. Im Gegenüber den Menschen sehen. Ein kluger Rat von Cevat Karahasan, dem Schriftsteller.